Hallo Freunde der Nacht und der gepflegten Unterhaltung. Hier ist mal wieder eine Reaction. Nutzt die Sommerloch mal ein bisschen für. Also ich habe genug E-Mails noch zu beantworten, aber finde das gerade mal zwischendurch ganz interessant. Ich reagiere mal auf die liebe Yvonne. Gruß geht raus, die sich die zweite, netterweise die zweite Runde vorgenommen hat von Stranger Sins. Also ich verlinke das hier unten auch nochmal. Die sehr delikate Serie auf RTL Plus. Könnt ihr auch in der Mediathek gucken. Ich glaube im TV, weiß nicht genau, ob die da läuft. Und Sex positiv. Und ich habe weder die Show angeguckt noch das Video von Yvonne. Und ich würde sagen, wir machen nochmal eine ganz fresche Reaction hier. Freunde, das toxische Pärchen datiert in die nächste Runde und schleppt dann jetzt den Vierer an. Gleichzeitig guckt sich das lesbische Pärchen die Muschel zusammen vom Spiegel an. Und was richtig unangenehm heute wird, wirklich richtig unangenehm, und das ist übergriffig. Und keiner sagt was, aber ich sag was. Und zwar fingert da heute eine sogenannte Dom an der Protagonistin rum, ohne drüber nachzudenken. All das heute und noch viel mehr bei Stranger Things. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin auf die Victoria gespannt. Wie kann ich denn den Steven beschreiben? So, die sitzen jetzt hier vor ihrem... Also wer das erste nicht geguckt hat, das ist ja so dieses glückliche Pärchen, sag ich mal. Wo die Frau beschlossen hat, dass sie jetzt in einer offenen Beziehung leben und also beziehungsweise ob die das jetzt vorher besprochen haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall will sie jetzt einen anderen Mann dazu haben, weil sie ihren eigenen Mann nicht mehr polar genug findet, und da soll sich jetzt auch jemand suchen, obwohl das eigentlich gar nicht will. Und da geht es jetzt weiter, genau. Liebes Nest von ihrer Bumshöhle und beschreiben sich gegenseitig ihren Partner. Also ich finde auch persönlich, super dominant ist der jetzt auch nicht. Na, der ist einfach nur groß und breit. Dominant ist der jetzt für mich auch nicht. Wir kennen den alle aus diesen Sendungen, aus den Serien. Der ist, ich musste auch so lachen, ne? Der Christian Hemschemeyer, der Psychologe, hat ja auf mein Video reagiert. Und der hat halt sich drüber totgelacht auf meine Reaktion, weil RTL einfach da... Wusste ich gar nicht, dass mich da empfiehlt. Ja, vielen Dank. Gruß geht raus nochmal zurück. So, also Singles an Card, wirklich, das stimmt auch, ne? RTL Card hier. Singles an, die bumsbereit sind. Also, ich muss dazu sagen, klar ist das Format hochwertig gemacht. Es ist hochwertig produziert. Hier ist Kohle hinter, ja. Aber, ne? Die können ja auch nichts dafür, dass die Pärchen oder die Leute hier so sind. Aber man muss auch erstmal auf die Idee kommen, so, welche bumsbaren Singles wären denn hier auf Abruf bereit zu schnackseln? Wisst ihr? Und das ist so das Weirde daran irgendwie. Größe, breit wie ein Schrank. Er ist schon relativ breit, aber jetzt nicht echt. Ja, genau. Ich mache das hier mal noch so ein bisschen. So, habe die Fenster nochmal ein bisschen verschoben, dass wir uns hier alle schön sehen auch. Die liebe Yvonne, Kanal verlinke ich natürlich auch wahrscheinlich schon im Titel, ist ja on the rise, wirklich. Hat ja auch ein tolles Video gemacht zu dieser Luke Mockridge-Geschichte und ist von Luke Mockridge verlinkt worden. Das fand ich, ich war very impressed, muss ich sagen. Aber genau, gucken wir mal weiter. Extrem. Er hat einen Bart, relativ lang, tatsächlich, also so Vollbart auf jeden Fall, nicht nur so du, sondern deutlich mehr. Ich weiß nicht, am Ende habe ich, glaube ich, den Charakter überzeugt. Ja, der Charakter hat dich total überzeugt. Der das hat sie jetzt nicht gesagt mit dem Charakter, ne? Ey. Auf einmal erzählt sie jetzt ihrem Mann, wie hot sie den anderen findet und wie dominant. Und das ist ja das Witzige, also die Männer, die man dann aussucht, das ist ja dieses ganze libysche Problem, die sind ja dann häufig gar nicht anders, ne? Also ich erinnere mich immer an jemanden, der mal zu mir in die Beratung kam und sich Hölle drüber beschwert hat, dass seine Frau zu dick ist, so, ne? Und oder mehr, zu mehrgewichtig, wie man heute sagt. Und das hat er sich auch getrennt, und dann irgendwie nach einer Zeit wollte er mit seiner neuen, und ich wusste, wie die aussah, die waren irgendwie mal zusammen da, aber ich weiß nicht. Und das ist ewig her, die genauen Abläufe, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall kam er dann irgendwann an mit seiner neuen Partnerin, und die kam zur Tür ran, und die sah exakt aus wie die alte Partnerin, genauso mehrgewichtig oder nicht mehrgewichtig. Das war auch nur, ich meine, die sahen alle völlig
normal aus, nicht schlank, aber in seinem Bild war es eben, war sie zu dick. Aber die neue Freundin sah genauso aus, ne? Das ist crazy, ne? Also ob jetzt sie sich wirklich jemanden sucht, der dominanter ist, wissen wir nicht. Aber das so, diesen Mann so aufzutischen. Aber der Mann hat einfach keine fucking Grenzen. Und dann wirst du einfach in dieser Welt, wie wir sie haben, bist du als Mann komplett fertig gemacht, ne? Ist halt so. Ja, ne? die hat ihn richtig gut kennengelernt. Die weiß so, wie er tickt, was er macht, was seine Hobbys sind. Spielen, malen, basteln. Dicker, Alter, das sind nur Kommas dazwischen, ja? Du kannst ganz normal weitersprechen. Und überhaupt haben die sich richtig gut kennengelernt, oder? Die kennen sich jetzt schon wirklich ein paar Tage, ein paar Wochen. Der Charakter hat sie überzeugt. Merkt ihr selber, glaube ich, irgendwie. Ja, also wenn Leute über einen Charakter reden, das... Also ich will gar nicht sagen, da gibt es auch Forschung drüber, natürlich spielt der Charakter eine Rolle, aber mal ganz ehrlich, wenn du jemanden frisch kennenlernst, dann könnte man ja auch irgendwie irgendeinen Boomer daten oder so, diese Menschen hier, machen sie ja nicht. Ich finde das immer so, ja, nur der Charakter zählt, das sagen ja auch immer viele Leute, die sagen so, ich bin pansexuell, nur der Charakter zählt, ja, dann daten sie aber doch da in ihrer Altersattraktivitäts- Berufsgruppe und das ist einfach Quatsch, aber natürlich gibt es bestimmte Charaktereigenschaften, die häufiger, also natürlich möchte man, also das lässt sich auch wissenschaftlich belegen, möchte man, dass in der Persönlichkeitspsychologie nennen wir es immer so, agreeable ist, was ist jetzt der korrekte deutsche Begriff dafür? Verträglichkeit ist so der psychologische Begriff. Das wird schon selektiert, ne? Das ist absolut richtig. Ja, oder? Also, alles größer als ich. Ja, Victoria müsste so deine Größe ungefähr sein. Ja, das ist das Schöne. Jetzt sagst du nicht, das ist größer als sie. Ich dachte, es kommt auf den Charakter. Ja, nichts verstecken kann. Und hier, das müssen wir wieder überspringen, weil der Bums die jetzt hier in der Badewanne. So, und jetzt kommen wir aber... Ja, hat uns der RTL gesagt, das sollen bloß vorsichtig sein mit den Reactions, weil YouTube mag das gar nicht, das ganze Nackte, aber ja, gut. Zum nächsten Cringe-Pärchen, übrigens hier diese, die heißt ja hier Gina irgendwie auf Instagram, keine Ahnung. Gina sagt, ich habe einen am Helm. Ja, habe ich auch. Aber ich führe eine intakte, super schöne, entspannte, ausgeglichene, auf Augenhöhe basierende, liebevolle Beziehung seit 4 Jahren und ich heirate jetzt den besten Freund meines Lebens und dafür brennt mir gerne der Helm. Ja, Glückwunsch zur Verlobung nochmal nachträglich. Wir versuchen uns auch einfach ein bisschen mehr zu wagen und versuchen das mit einer gewissen Dominanz zu verknüpfen. Okay, erzähl mal mehr. Es gab noch nie den Moment, da wo es bei uns irgendwie zu viel geworden ist. Also sie steht auf Unterwürfigkeit irgendwie, also so auf BDSM, SM, Bondage, diese Richtung und er auf die dominante Schiene. Folge. Ja, das Märchenschloss. Also das muss ja jetzt ein neues Paar sein, ich kenne super schön. Um euch auszuleben, weil ihr könnt das zu Hause nicht machen. Ihr macht das dann hier, weil das halt... Ja, in Mexiko ist das Sexualleben ganz anders. Super schön. Also es ist natürlich, also RTL ist ja auch nicht doof, ne? Die fahren natürlich bei sowas, damit die Leute sich gehen lassen, damit man sich natürlich, da fahren die natürlich auf, ne? So. Aber es wird gleich so heftig, ekelhaft, übergriffig. Und ich komme aus dem Milieu, ja? Ich habe über 10 Jahre darin gearbeitet. Ich kenne jegliche sexuelle Richtung und habe auch schon alles eigentlich ausprobiert, um zu gucken, was mag ich hier eigentlich und was nicht. Und dazu kommen wir auch gleich zu diesem Thema. Deswegen kann ich mir erlauben, rauszunehmen, auch wenn ich mich 10 Jahre oder länger im Milieu bewege, heißt es nicht, dass ich die Grenze vermischen darf zwischen was gehört sich und was gehört sich nicht. Für diese Domina hier gleich ist diese Grenze komplett weg. Ich weiß, das herrscht aus dem Milieu, da gibt es keine Grenzen, da macht man alles und es ist total offen. I get it, war ich auch, bin ich auch. Aber ich habe trotzdem nicht aufgehört zu wissen, was gehört sich bei Menschen, die nicht im Milieu sind oder generell eigentlich, aber wie gesagt, im Milieu ist eine andere Geschichte. Was gehört sich und was gehört sich nicht? Und das kommt gleich und das ist einfach so, wo ich mir auch so denke, die haben diese komische Sexologin da, wo haben die aufgejabelt? Und jetzt gabeln die hier auf aus dem Milieu, wo kriegen die immer her? So, ne? Komm gleich. Herzlich willkommen, euer erotisches Abenteuer beginnt jetzt. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ich denke, dass die Luxury-Richtung am allerersten das ist, was auch unsere beiden Wünsche so erfüllt.
Ich denke, die Sehnsucht kommt davon, dass wir gemerkt haben, dass Vanessa auf Würgen und ein bisschen groberes Handling steht. Und was ist da naheliegender als BDSM? Oha. Ja, das ist so ein Unterschied. Vor allem, ich frage mich immer, wofür, das können sie ja machen. Und das ist ja auch jetzt nicht ungängig, sag ich mal. Also hier ist ja dann auch so die Polarität anders als bei dem ersten Paar. Mal gucken, wie das so sich ausspielt. Aber wofür braucht man jemand Drittes jetzt? Ne? Du kannst auf Würgen stehen, auf Dominanz und das alles, aber auspeitschen und erniedrigen, im Griff haben, sich dominieren lassen, submissive zu sein oder dominant zu sein, in diese Richtung ist halt nochmal ein Step weiter. Ich bin da eh raus. Ich stehe auch auf dominanten Sex, ich muss es immer so sagen, damit es monetarisiert wird. Und nicht auf nur, also wobei, es ist immer eine Mischung. Früher, aber dazu kommen wir gleich. Ah, ich muss warten. Step by step, step by step, step by step. Wir müssen hier step by step aufklären. Ein herzliches Willkommen von mir. Hi. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Lea. Ja. Ich bin klinische Sexologin. Ja, mein Name ist Lea und ich bin klinische Sexologin. Und ich schlage immer das Buch auf derselben Seite auf, damit das Ganze noch ein bisschen eloquenter und ein bisschen seriöser wirkt. Okay, machen wir weiter. Achtung, achtet darauf, welche Seite sie wieder heute aufschlägt. Und ich werde euch durch eure Zeit hier in der Hacienda begleiten. Wie sieht denn euer Sexleben aus zu Hause? Wie sieht es denn aus? Gut, wild. Wild? Magst du mir da ein bisschen mehr erzählen? Wie kann ich mir euer letztes Mal vielleicht vorstellen? Ja, erzähl mal ein bisschen alles, was. Das komplette Gegenteil von Blümchensex. Es ist nicht jedes Mal gleich. Okay. Auch nicht immer am selben Ort. Also Jakob ist eigentlich immer derjenige, der führt oder der den Ton angibt. Ich lieb's. Sehr schön. Darf ich auch dich mal fragen? Wie siehst du euer Sexualleben? Also genau gegenüberliegend zu dem, wie unser normales Leben ist. Also okay. In einem normalen Leben ist Vanessa, die den Ton angibt, die sagt, hey, heute machen wir das, heute steht spannend. Das an. Okay. Total spannend! Und im Schlafzimmer ist es dann genau Ja, hatten wir ja schon, dass sich viele Frauen eben wünschen, selbst wenn es im Alltagsleben anders ist, dass es im Datingleben muss jetzt nicht so sein, aber dass da Polaritäten klar sind. Tatsächlich wünscht sich das dann aber, also außer Paartherapie kann ich sagen, dass sich das dann Frauen aber auch im Alltagsleben eigentlich genauso wünschen und das dann irgendwie frustrierend finden, wenn es im Alltagsleben anders ist, außer dass es jetzt im Job, wo man vielleicht nicht anders kann, aber bestimmte Rollen erfüllen muss. Aber naja. Spiegelt. Da ist es dann, dass ich nicht der devote Part bin, sondern der dominantere und ich halt die Führung übernehme und Vanessa deshalb auch. Ja, also das kann ich immer wieder sagen, wenn du auf ein Date gehst mit einer Frau, die dich nicht kennt und du bist irgendwie, das macht ja heutzutage keiner mehr, also bist irgendwie submissiv als Mann und kümmerst dich um nichts und überlässt die Logistik der Frau und suchst kein Restaurant, reservierst keinen Tisch, nimmst die Sachen nicht in die Hand, zeig mir die Frau, der das gefällt irgendwie, also natürlich Einzelfälle gibt es immer, aber so in der großen Masse. Deswegen haben hier viele Männer, die so alte Schule sind, haben so einen Durchmarsch auf der Datingwelt. Und auch die Bad Guys, die ja oft gute Dater sind, würden das auch nicht machen. So, ne? Und deswegen, man ist gut beraten, wenn man sein Game als Mann, also jetzt, ich meine das wirklich total respekt- und liebevoll, wenn man so sein Game beibehält und natürlich kann man sich mal emotional in schwache Tage leisten, das mögen dann auch viele Frauen, wenn es ab und zu ist, aber das führt dann häufig dazu, dass die Frau nicht mehr so auf einen steht, ne? Wenn man das im Alltag so schleifen lässt, kann ich nie empfehlen. Genau so will und braucht, also sie gar nicht das Interesse daran hat, so stark führend im Bett zu sein. Mhm. Seid ihr schon im BDSM-Bereich aktiv? Habt ihr schon gewisse Fantasien ausgelegt? Das ist fast witzig, wie sie das sagt. Das ist irgendwie, als wenn sie sagen würde, seid ihr schon im lokalen Taubenzüchterverein aktiv, als wenn das so der nächste völlig sinnvolle Schritt ist. Das ist echt lustig. Nee, wenig. Also ich würde sagen, wir tasten uns halt so langsam ran. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns halt sehr interessiert, aber wir jetzt noch nicht viel Erfahrung darin gesammelt haben, sage ich jetzt mal. Deswegen sind wir ja hier. Ich möchte, dass wir darüber sprechen. Also ja, dann lass uns doch mal auspeitschen. Ist doch das, warum nicht? Hey, wie kommen die auf sowas? Wie kommen die da drauf? Außer vielleicht, dass man gerne mal in einer Fernsehsendung ist, ist ja alles gut, aber
Trapsen. Also festhalten, dass die halt wenig Erfahrung darin haben. Deswegen sind sie da, um das angeleitet zu bekommen, gezeigt zu bekommen, rangeführt zu werden. Bitte merken. Ja, mal halt mal ausgepeitscht. Sind auch eine Neigung in Bezug auf Sadismus oder Masochismus? Also. Das ist auch wieder, gibt es denn auch, wenn ihr schon einen Taubenzüchterverein wollt, gibt es denn auch irgendwie mit dieser Taubensorte schon Erfahrung oder jeder Taubensorte und füttert ihr eure Tauben vegan oder nicht vegan? Das ist süß und das ist so witzig. Schon ein bisschen, würde ich sagen. Minimal kennengelernt, weil wir halt merken, dass klar nicht direkt der Schmerz die Reiz macht, sondern eher auch würgen und eher die... Das ist so geil. Fesselspiele, also da, wo es eher um die Hilflosigkeit, glaube ich, mehr geht, als das, dass man direkt aktiv Schmerz zufügt. Mhm. Also ich denke, da ist jetzt auch unsere Grenze, wenn jemand... Aktiv Schmerz zufügen ist nichts für die. Nee, die Domina... wir gucken erst weiter. Wirklich Schmerzen hat, hat es nichts mehr mit Sex zu tun. Oh, für manche Leute hat das trotzdem noch ganz viel mit Sex zu tun. Für uns persönlich. Super. Nee, das finde ich auch sehr schön. Es scheint ja da schon sehr viel zu sprechen über. Ja, ganz schön zu sprechen. Also, wir hier, ich nehme mal den Job der Sexologin hier auf mich, ja. Ich habe rausgehört, sie steht auf 50 Shades of Grey Dinge. Gut, voilà. Das heißt. Ja, und das wollen wir auch mal das Positive sagen, wird nicht umsonst. Gekauft worden wie blöde, obwohl es eine völlig vorhersehbare, eigentlich irgendwie dumme Geschichte ist, ist eben das meisterhaft umgesetzt und entspricht eben den Fantasien vieler Frauen. Das ist so und das finde ich auch gut, wenn man das mal, ja, das auch mal so sagen darf, ne? Sie möchten aber nicht Schmerz empfinden, sondern... So ist es, so ist es. Nein, eher das Dominante, das heißt Fesselspiele wäre was für sie, Würgen ist was. Ja, es ist letztlich auch wieder so eine Polaritätsgeschichte, ein bisschen im Extrem jetzt hier, ne? Aber ich würde auch sagen, es geht um die extremere Form von Polarität und ja, also da bin ich auch, also ich habe, also wie gesagt, ich soll jeder machen, was er will, so ein BDSM bin ich irgendwie raus. Ich denke dann immer irgendwie an, gibt noch so eine andere Abkürzung aus den 30er Jahren, die so ähnliches bunt deutscher Mädchen oder irgendwie, ich muss aber wieder was anderes denken. Aber egal. Ist auch nicht, glaube ich, nicht exakt die gleiche Abkürzung, aber egal. Und habe mir meine Mutter immer von erzählt, aber egal. Also vom bunt deutscher Mädchen, ich komme ab. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also wie gesagt, so Polarität ausleben ist sexy, ne? Also da kann man überhaupt nichts sagen und wo da die Grenze ist, ja. Aber warum ist 50 Shades und auch dieser 360-Grad-Film auf Netflix, der ja auch wirklich eine völlig tumme Geschichte hat, warum ist der so sexy? Warum kommt der so an? Obwohl das wirklich die tummste Geschichte ist der Welt, dass da irgendeine Frau entführt wird, für ein Jahr festgehalten wird und der Mann wartet, dass sie sich in ihn verliebt. Also wer denkt sich sowas aus? Aber es ist sexy, weil es polar ist so, ne? Und natürlich ist es nur eine Fantasiewelt, also es will sicherlich keiner real so erleben, so, ne? Aber Fantasien turns anscheinend. Was für sie. Die haben mit keiner Richtung irgendwas mit Peitschen oder so erzählt, weil wie gesagt, Schmerzen ist nicht in ihr Ding. Sie möchte 50 Shades of Grey Dinge, den dominanten Typ, aber sie will halt nicht diese Peitschen, weil sie wird nicht auf Schmerzen festhalten, ja? So, aber unsere Top-Therapeutin hier folgendes. Hast du denn noch Ideen, in die du gerne dich mal so ein bisschen einleben möchtest? Also ich denke, am ersten wäre es noch das vielleicht mit Peitschen und Paddles, was man da machen kann, ohne ihr weh zu tun. Okay. So, und darüber geht es ja darum, dass man eher... Peitschen und Paddles ohne ihr weh zu tun, das ist immer so eine Sache, ne? Peitschen und Paddles ohne weh zu tun, dann brauchst du die auch nicht. Dann kannst du deine Hände nehmen, ja? So wie ein guter Handwerker sein Werkzeug erstmal kennenlernt und erstmal so eine Ausbildung macht und danach sich an das macht, dass er ein Schränkchen baut, bevor er am Ende eins macht, wo die Schublade nicht funktioniert. Okay, du bist sozusagen submissiv, ja. Und du bist dann ganz klar der dominante Part. Also im Bett auf jeden Fall. Oft ist es tatsächlich so, dass es Bedürfnisse sind, die im Alltag nicht erfüllt werden, die man sich dann in der Sexualität holt. Also die submissive Seite zu haben, kann ja zum Beispiel auch ein Bedürfnis sein, dass sich um einen gekümmert wird. Oder eine sadistische Seite ausleben kann vielleicht auch das Bedürfnis sein, dass man sich gerne um jemanden kümmert und sehr, also eigentlich ganz anders.
eine sadistische Seite ausleben. Kann sein, dass man sich um jemanden kümmert. Also das, ja gut, vielleicht bin ich ja nicht auf dem laufenden Forschungsstand, das habe ich noch nie gehört. Dass man sich das eigentlich vorstellt. Das heißt, es sind ganz oft Bedürfnisse aus dem Alltag dahinter. Also wenn jetzt irgendwie Jugendlicher, sagen wir mal, oder Erwachsener Frösche aufbläst und sie platzen lässt, dann möchte er sich eigentlich um die Frösche kümmern. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die man sich in der Sexualität erfüllt. Schatz, ich kann das nicht. Diese Therapeutin macht mich wahnsinnig. Ja. Die hat doch, ja die. Die hat wirklich, ey, wie Christian Helfschermeier schon sagte, sie ist keine Psychologin, man merkt's. Weißt du, in meinen Augen labert die einfach komplette Scheiße. Hat sie ihre Ketten wieder um? Nee, keine Ketten um. Nein? Naja, das klassische Buch immer aufgeschlagen. Auf der gleichen Seite? Auf der gleichen Seite, ja. Hab ich mir auch schon gesagt. Weil das Ding ist, Freunde, die Sexualität lebst du aus aufgrund von psychischen Dingen. Nicht das, was du im Alltag jetzt nicht bekommst. Das kannst du dir auch im Alltag holen. So. Aber das, es hat aber eine Hemmschimmer. Ich frage ihn, ob er dazu noch mal was sagen kann, ja? Oh. Das ist ja. Was haltet ihr davon, dass für diese Zeit auf der Hacienda. Ja, also ich bin ja kein Sexologe leider, muss ich leider passen, aber ich sage immer, Sexualität ist die Fortsetzung von Kommunikation auf einer körperlichen Ebene. Das heißt, wenn du eine schlechte Kommunikation hast, dann hast du, also in einer langdauernden Beziehung auch eine schlechte Sexualität. Oder wenn du, wie so eine unteraktivierten Beziehung, wenn du die heißen Themen nicht ansprichst, dann wird es im Bett auch nicht heiß so, ne? Oder wenn du im Leben keine Risiken eingehst, dann gehst du auch im Bett keine Risiken ein, so. Und oder wenn du deine Grenzen im Alltag nicht ziehst, dann wirkst du vielleicht im Bett auch nicht polar, so, ne? Also das ist, was ich mal sage, weil ich meine, häufig kann man sehen, was so in der Kommunikation passiert, dass sich das so im Bett fortsetzt. Und also damit kommt man eigentlich schon immer ziemlich weit, so, ne? Wenn man sich das mal anguckt. Jakob, alle Entscheidungen. Ist ja jetzt auch nicht so, dass Sexualität eine unnatürliche Sache wäre, wo man erstmal ein Bedienungshandbuch braucht. So. Treffen darf. Aber wie gesagt, Sexologen haben natürlich oder Sexualtherapeuten haben natürlich nochmal auch wichtiges, das muss ich natürlich auch ganz klar sagen, anderes Betätigungsfeld. Ne? Jakob, was sagst du? Ich würde es gut finden und ich bin sehr gespannt, ob ich nicht ihre Grenze springe. Gut, das heißt, ich habe verstanden, euer Reiz an diesem Abenteuer hier. Gefällt dir auf jeden Fall. So ein bisschen eure Erfahrungen zu erweitern, vielleicht auch so ein bisschen in die Ausbildung zu gehen und dieses Handwerk noch weiter zu erlernen und für dich auch deine submissive Seite noch so ein bisschen mehr kennenzulernen, genau. Und vielleicht auch zu verstehen, wo vielleicht eure Grenzen auch liegen. Dann wünsche ich euch eine wunderbar aufregende Zeit und nicht vergessen, alle Entscheidungen. Okay, jetzt wird's cringe, Achtung. Und freust dich schon, wenn du nichts mehr entscheiden musst. Ich weiß noch nicht. Ich bin echt neugierig. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das zu 100% so gut ist, dass du das jetzt hast, aber wir werden es testen. Ja, wir werden sehen. Du darfst die Tür aufmachen. Vielen Dank. Boah, ist das cringe, du darfst die Tür aufmachen. Vielen Dank. Darum geht's ja gar nicht. Dominant zu sein heißt nicht, du darfst jetzt die Tür aufmachen. Ja, genau. Ich kann nicht mehr, das macht mich so fertig. Also eine polare Dominanz ist immer eine, die, wenn man das dann will, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eine, die die Frau feiert und ehrt. Und also diese ganze Polarität in der gesunden Weise ist immer ein Feiern des anderen Partners und nicht irgendwie ein Runtermachen oder so. Das ist ein Spiel, ne? Schatz, darf ich aufs Klo gehen? Du darfst aufs Klo gehen. Das ist aber nett. Ist das ernsthaft so gemeint? Ich weiß. Gütigkeit liegt mir. Aber mein Gott, kann man ja mal so spielen. Das ist halt nicht mal witzig, das ist halt einfach unangenehm, ne? Doch, schon sogar. Ich fand die richtig sympathisch. Ich auch, aber ich glaube, deswegen bist du auch sofort richtig Wasserfall sprudeln, gleich du die Steuer übernommen. Finde ich aber gut, weil das ist... Das empfinde ich einfach nur so. Ja, hat sich jetzt doch... Hä? Okay. Doch, aber mir ist es gar nicht so vorgekommen. Normal ist es so, dass ich dich so erstmal angucken muss und so quasi so erwartungsvoller Blick. Jetzt komm, mach mal. Aber diesmal war das so, Feuer da raus, ich hab was zu erzählen, zack, boom, das war gut, gefällt mir. Danke, Baby. Dass du mir die Seite von dir gezeigt hast, finde ich schon mal richtig gut. Und ich habe das richtig genossen, auch dir mal so zuzuhören, gefällt mir. Nee, es ist auch sehr interessant so. Wer weiß, vielleicht am Ende dieses Experiments tauschen wir mal die Seiten. Dann bist du die mich wirkt. Hübsche du. Hübscher du. Na, ganz hübsche du.
Liebe. Starke. Liebe, ganz starke Liebe. Und wer jetzt einen wirklich sehen möchte, der mit zwei Frauen kann sich das angucken, denn die beiden Damen hier schlafen jetzt miteinander und die ziehen auch wirklich alle Register mit Strap-on und allem möglichen. Freunde, ihr könnt es euch geben, wenn ihr die Art von Filmen mögt. Also das ist schon echt hart, ne? Also wenn ich hier schon so drüber gehe, das ist schon echt hart. Wir gehen weiter. So, das ist hier die gute Dame, die jetzt gleich Jakob und Vanessa das Handwerk beibringen sollen. Wie sie das Handwerk, ja, das zeige ich euch jetzt. Ich bin Dominique Insomnia. Meine Mission in diesem Leben ist es, den Menschen ein entspanntes Verhältnis zu ihrer Sexualität zu bringen. Außerdem bin ich ein BDSM-Coach. Alle wollen es, alle tun es irgendwie, aber alle wollen irgendwie nicht drüber reden. Nee, das ist halt einfach schon direkter Bullshit, direkte Scheiße, alle wollen es, alle tun es, aber will keiner drüber reden. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Daran habe ich schon wieder Es ist immer so nervt, dass immer so gegen den Alltagssex so gesprochen wird irgendwie, ne? Das ist, muss immer alles, aber das ist unsere Zeit, muss immer alles ganz besonders sein und das normal oder in der alten Normal, würde ich gar nicht sagen, ist Alltagssexualität wird zu wenig gewertschätzt, ne? Ja. Wir sind so, die lebt in ihrer Welt da, alle wollen es. Nein, es wollen nicht alle. Ich hasse das, wenn man alle immer sagt, so alle, man kann sagen viele. Oder wie ich denke, wirklich viele. Ne? Aber dieses alle wollen es, alle tun es, damit wir als Zuschauer denken, hey, ja, aber nee, ich nicht. Hä, wieso nicht? Hä, vielleicht will ich das ja doch. Oder hey, Bruder, hör doch auf, mal alles so verallgemeinern. Und das war mir schon immer etwas, was ich nicht verstanden habe. Ah, ach so, ja, das wirst du auch weiter nicht verstehen, weil es nicht so ist, dass alle das wollen. Ich möchte gerne Freiräume schaffen. Spielplätze für Paare vor allen Dingen oder für Menschen, die einfach ein sexuelles Erwachen haben und den geeigneten Platz. Ein sexuelles Erwachen haben. Ach so, bin ich jetzt am Schlafen, bin ich jetzt nicht erwacht, weil ich das nicht bevorzuge? So, ja, das ist so schlimm, was hier dem Zuschauer gesagt wird, bekommen. Also das ist schon Wahnsinn, ehrlich. Hallo ihr Lieben. Hallo. Hi. Ich habe ein paar Dinge für euch vorbereitet und euch ein bisschen Spielzeug mitgebracht. Kommt doch einfach mal mit. Sehr gerne. Willkommen in unserer BDSM-Abteilung. Also, sie hat erstmal jetzt gar nicht gefragt, ne, was möchte sie, was möchte er. Sie hat einfach jetzt okay aus diesem Vorgespräch mit dieser Technologin und führt die da jetzt in die Höhle da, in die Höhle. Ja, so. Wow, die ist ja auch schon schön. Also, ihr habt ja schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich, ne? Wir haben noch nichts. Also ist aber irgendwie, ich war gerade überlegt, wenn ich mir jetzt eine Domina vorstellen würde, würde ich mir irgendwie noch, aber ich habe ja gesagt, ich bin da völlig unbeleckt, irgendwie unsympathischer vorstellen. Aber wirkt das mal gar nicht? Ja, bin mal gespannt. So viel ausprobiert, sag ich jetzt mal. So, also haben die doch nicht miteinander geredet, die Sexologin und die Dings so. Wofür gehen die denn da ins Gespräch überhaupt rein, wenn das eh nicht ankommt bei dem Lehrer oder die Lehrerin dann, ja? Und so an unsere Grenzen sind wir jetzt noch nicht gekommen. Also ich sag mal, Penetration ist zwar Sex, aber Sex ist ja nicht Penetration. Darüber sind wir uns ja einig. Also ziemlich viele Reize sind sexy. Ganz genau. Und es geht ja auch darum, so eine gewisse körperliche Sensation zu schaffen. Und ich sag mal, bevor man an die Muschel irgendwas dranhängt oder noch was anderes macht. Bevor man an die Muschel irgendwas dranhängt oder was anderes macht, und da habe ich gemerkt, ganz tiefes Milieu. Die redet so, bevor man an die Muschel irgendwas dran... Was hängt man da denn dran? Ey? Ach, du Mann, das ist so Assi-Touch. Okay, ich bin schon raus. Hört ihr so? Und das wird gleich schlimmer. Ich kann halt nicht alles hier zeigen, weil es nicht monetarisiert wird sonst. Aber ich versuche so viel wie möglich mit Standbildern und dann das dazu zu erzählen. Ist immer erstmal gut, ein bisschen aufzuwärmen. Und bevor wir jetzt hier lange reden schwingen, würde ich sagen, probieren wir doch einfach mal das ein oder andere auch gleich an dir aus. Ach so. Also gar keine langen Reden schwingen hier. Wir probieren das gleich an dir aus. Nicht eine Frage, ist es okay? Möchtest du, man führt Dinge behutsam ran. Besonders was solche Themen angeht, das macht mich wütend. Es macht mich so wütend, anstatt zu sagen, ist das okay für dich? Möchtest du oder möchtest du auch erstmal, wollt ihr das selber anfassen, kennenlernen, wie ist das? Beide gemeinsam. Nee, es wird klar gemacht, ja, du hast nichts zu sagen, die Olle. Die wird jetzt hier gleich an die Wand gestellt und wird ausgepeitscht. Kein Witz, ehrlich, kein Witz, gebt euch.
Okay. Wenn das recht ist. Ja, klar. Ja, wenn dir das recht ist. Ja, klar. Ich habe das einfach mal mit einem Ausrufezeichen hingesetzt, ne, wenn es dir recht ist. Ja, klar. Was soll die andere auch, was soll sie auch sonst erzählen? Sie ist ja generell schon ein ruhigeres, ein Mäuschen, ne? Auch wenn sie darauf... Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, aber jetzt frage ich mich natürlich, hat sie denn diese Entscheidung nicht schon abgegeben? Also hat sie nicht schon gesagt, sie möchte nicht mehr entscheiden irgendwie, sondern vorgesetzt bekommen? Da bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Geht es submissive zu sein, aber sie, man sieht es. Sie ist keine extrovertierte, laute, dominante Person, sondern genau andersrum. Das heißt, die lässt das natürlich über sich ergehen irgendwie und die lässt es hier über sich ergehen. Und es ist einfach heftig, was hier abgeht. Und dass das für in Ordnung deklariert wird. Die stellt sich jetzt da an die Wand. Die muss sich mit dem Gesicht jetzt an die Wand stellen. Und sie erklärt jetzt ihm, wie es geht und er soll das machen. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Das ist ganz gut für den Anfang. Es hat, wie du schon merkst, weiche Teilchen. Und das ist eine richtig hochwertige, neunschwänzige Peitsche mit Schmerzverstärkern. Und also hochwertiges Material hier. Du kannst bei mir auch mal ein bisschen härter zuschlagen, ohne dass es jetzt gleich ein super Chaos gibt. Und dann halt einfach mal ganz locker damit. Und sie fingert jetzt auch an der rum. Du hast gerade gehört? Pass auf, warte, es wird gleich deutlicher. So, und das Ding ist, und ich sag's euch kurz was, ich war in dieser Szene auch drin, bevor man überhaupt jemanden schlägt mit irgendwas, mit einem Paddel, mit einer Peitsche, mit irgendwas, wärmt man das Gewebe auf. Ja, wärmt man das Gewebe auf. Die stellt sich da mit Kameras, mit Kamerateam an der kalten Wand, klatschnackt, völlig an die Wand, ist das so angelehnt, roh, ohne vorher irgendeine Erotik aufzubauen, damit Dinge auch nicht wehtun, sondern das eher geil. Ja, also finde ich total spannend, kenne mich da jetzt nicht aus, aber kann ich total nachvollziehen, was Jona sagt. Und das ist halt immer das Problem, wenn du, das ist ja auch, musst du gerade so denken an Kongresse und so, wenn manchmal so Show-Sachen gemacht werden vom Psychologen, dass sie sich irgendjemand oder nicht nur Psychologen, also irgendjemand holen auf die Bühne, um irgendwas zu demonstrieren, das finde ich immer schwierig, weil du dann natürlich unter so einem tierischen Druck bist als Protagonist irgendwie so, ah, jetzt ist ja hier die Kamera und jetzt muss ich auch meine Rolle spielen und ist natürlich die Hürde dann zu sagen, man könnte jetzt auch mal so ein Safe-Word vereinbaren, was weiß ich, die Hürde zu sagen, aber das ist mir jetzt zu viel, wenn man schon Ja gesagt hat zu so einer Sendung. Das ist natürlich eine heikle Geschichte. Und wenn dann das dann auch nicht fachgerecht gemacht wird, also ich hatte ja bisher auch mal den Eindruck von Leuten, die BDSM machen, dass die, dass sie das richtig machen, dass sie ja schon eine hohe Wertschätzung voneinander haben und sehr vorsichtig miteinander umgehen und genau Grenzen abgesprochen werden. Und wenn das natürlich hier nicht passiert, ist natürlich gar nicht gut. Ne? Dann muss sie sich das da hinstellen, alle ergötzen und ergaffen sich, inklusive wir Zuschauer, wie die jetzt ausgepeitscht wird. Und nicht nur von ihm, sondern auch von ihr, ohne dass sie überhaupt fragt, ob das okay ist, darf ich, ist. Das macht man nicht, man tut's nicht. Sie muss es nicht an ihr zeigen, wie es geht. Sie muss es nicht an ihr zeigen. Sie kann es auf ihrer Hand zeigen oder auf einem Gegenstand. Ja. Sie muss es nicht an ihr, sie muss nicht an ihr rumfingern. Ekelhafte, ehrlich, Achtung. Hier steht die da, an der Wand. Seht ihr den Blick? Könnt ihr den Blick sehen? Steht die da an der Wand. Das Kamerateam, der Kameramann so schön noch nah. Ist toll, oder? Ist bestimmt überhaupt nicht leicht traumatisierend oder nicht. Bestimmt ist das ganz, ganz toll und sehr behutsam. Also mir ging da die Hutschnur auf. Und deswegen war ich jetzt von Anfang an auch bei dieser Reaktion hier auf Krawall gebürstet. BDSM-Spielchen müssen nicht immer zwingend wehtun. Nee, müssen nicht. Was ist das für dich? Das ist doch bestimmt nur zwei, oder? Ja. Na siehst du. Dann kann man schon ein bisschen mehr den Grenzgänger spielen und dann ein bisschen mehr so an der Grenze kratzen. Ich sag immer, Grenzen sind dazu da, verschoben zu werden. Oh, das ist ja eine steile Aussage. Was heißt schlimmer? Sag mal. Das ist schon schlimmer. Sie hat auch gezuckt, nach vorne gezuckt. Was heißt schlimmer? Alter, hast du das nicht gesehen? Das ist zu weit. Habt ihr das nicht gesehen? Beide? Haben wir das nicht alle gerade gesehen? Auf der Skalierung? 5, 6, sowas. So. Okay. Okay, gut, dann weiß 5, 6, sag mal, warum tut man sich das an, ey? 5, 6 ist doch schon ein total krasser Schmerz. Mal, ne? Nicht mit der Tür ins Haus fallen. Schmerz lebt auch davon, dass du es langsam aufbaust. Ja. Deswegen ist es auch... Schon interessant, so einer Schmerzspezialistin mal zu hören. Ah, Schmerz, aus jahrelangen Untersuchungen kann ich sagen, Schmerz ist irgendwie noch geiler, wenn man ihn langsam aufbaut. Ist auch immer ganz gut, eigentlich jetzt nicht so trocken, wie wir das jetzt machen, anzufangen. Ach, wirklich? Ach, habt ihr aber gerade gemacht die ganze Zeit schon. Alter.
sondern erstmal die junge Dame in Wallung zu versetzen. Ja, danke, danke, danke. Auf einem bestimmten Punkt der Geilheit können wir viel besser mit Schmerz umgehen und können vor allen Dingen diesen Schmerz auch erotisch kanalisieren. Es geht auch bei uns nur darum, nicht den Schmerz des Blutens hervorzurufen, sondern... Ach, nicht den Schmerz des Blutens. Also da bin ich ja, ich dachte, das wäre jetzt wie auf einem Piratenschiff, wo man dann auch gekielholt wird und so. Klar, es gibt Leute, die wollen das so. Aber bei uns geht es nur um die Steigerung des Reizes. Genau. Deswegen ist es auch... Ja, Dopamin, ich höre dir trapsen. Immer ganz gut, so ein bisschen auch dabei zu sprechen. Safe Words sind ganz wichtig. Man kann die Ampel nehmen, ist immer ganz gut. Grün ist klar, das ist alles easy peasy, gelb. Das ist schon ganz gut, aber bitte nicht intensiver. Und rot ist halt Abbruch. Guckt ihr Gesicht an. Ihr Gesicht, die spielt die ganze Zeit ihren Haaren rum. Ja, weil sie weiß nicht wohin mit sich. Die ganze Zeit spielt ja an ihren Haaren rum, die Arme. Genau, Hände hinter den Kopf. Ich frage mich sowieso mal, warum man es möchte, dass die eigene Sexualität so aufgenommen wird. Aber gut, die Welt ist bunt und ja. Die ganze Zeit spielt sie hinter den Haaren. Also das ist ganz weird. Oh, damit kannst du natürlich aber auch den machen. Und jetzt fingert die an der rum. Guckt euch mal den, ich möchte der Juri nur den Blick, die Brüste ja nicht, den Blick, den sie der Domina zuschmeißt. Ja? Wie sie sie anguckt, seht ihr das? Wieso fingert die da an? Wow. Also mir fällt das Gesicht nach hinten, ich finde das so widerlich. Krass, sie guckt auf den Boden, krass. Spielt sich dabei an den Haaren rum. Ihr ist sichtlich unwohl, mein Gott, bei der Situation. Wie fühlt sich das an? Gut? Ja, ist cool. Ja, was soll sie auch anderes sagen? Das ist halt eine andere Sensation als ein Anfassen. Nee, also wir müssen die leider vormachen. So, und jetzt hier Gina und Alex. Hier, es geht der Abend, geht hier weiter, wo es zu diesem Vierer-Eklat kommt. Weißt du, was ich so krass finde? Mich? Ja, das auch. Aber mit dir habe ich vor nichts Angst. Ich habe hier auch keine Angst. Mir auch nicht. Mit dir zusammen bin ich nicht mehr nervös. Jetzt warten sie auf die Rangekarten. Unter schönem Licht, als beleuchtet. Das macht RTL wirklich schön, ne? Hallo. Das schaut richtig gut aus. Sechs mit ein paar Stellen, die beiden. Super interessant vor. Ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, sieht der jetzt aus wie so der... Also ich hätte gedacht, jetzt, dass sie da noch einen ganz anderen... Also klar, der ist jetzt V-förmig, Muckis... Aber ich finde tatsächlich jetzt nicht, dass der so wie der Ober-Ober-Bad Guy aussieht. Ja. Da kommen die beiden. Wie soll man das denn nennen? Es ist ja gebucht. Ich finde das Wort immer so schlimm, weil es ja eigentlich nicht schlimm ist. Aber mehr ist es halt letztendlich nicht. Die haben die gebucht, um mit denen zu schlafen. So ist es. Ja, ist. Why not? Und nicht, weil sie sich irgendwie in einem Club kennengelernt haben und beide attraktiv finden, beide Seiten und gut finden. Ich frage mich auch, ob er nicht auch gerade so sein Beuteschema da repliziert. Also, naja, bin mal gespannt. Ich meine, und das, ich finde das ganz unangenehm. Hi. Hi, ich bin Sugar. Gina. Danke für die Einladung. An einem Paar reizt mich sehr. Ich meine, jetzt stellt euch mal vor, die holen zwei Leute dazu und dann ist er vielleicht auch wieder nicht dominant genug und sie ist vielleicht so dominant wie seine Frau, das wäre echt ein Ding. Dass ich sozusagen deren Spielzeug bin, die mit mir machen können, was sie wollen und denen Spaß bereite. Schon viel von dir gehört, hi. Aber nochmal, wie kommt man dazu, da mitzufahren, also gebucht zu werden? Ja, ihr sollt hier Leuten, die ihr jetzt nicht kennt, SEX haben und kann da ja auch, also theoretisch geht es wahrscheinlich schon, aber die Hürde dann zu sagen, ach nee, mach ich jetzt doch nicht, ist ja auch sehr hoch und also schon interessant. Unangenehm! Cool, dass ihr hier seid. Wollt ihr was trinken? Schöne Kulisse. Ja, Prosecco. Ja, gib den Alkohol. Vodka! Prosecco, ja. Hübsch hast du aus. Dankeschön. Oh Gott. Man muss ja schon mal mit ein bisschen Komplimenten. Ihr seht auch beide wirklich schön aus. Danke, du auch. Wahnsinn. Da ist ja auch gar kein Spiel mehr dabei. Man weiß schon, worum es geht und so, ne? Und es ist ja gar nicht so dieses vage so, ach, mal gucken, wie so ein Abend so läuft und was dabei rauskommt. Und ja. Unangenehm. Ich würde sagen, auf uns. Ja, auf euch. Guten Abend, genau. Ausbumsen. Wer will Ruhestille? Ich studiere mich da. Perfekt. Dann kommst du hier hin. Schon so viel gehört von dir, Alex. Erste Mal, dass du jetzt sowas mitmachst? Ja, sicher. Ja, auch. Auch das erste Mal, ja. Erste Mal, dass deine Frau live von jemand anders durchgenommen wird, voll auf der Kamera. Ja, das erste Mal, ja, ja. Ja, aber das ist schon ein einmaliges Erlebnis. Allein die ganze Location hier, ja, das ist schon der Wahnsinn. Dieser unangenehme Smalltalk. Ja, also die Location ist echt der Hammer. Ja. Und dann diese Kameras dabei. Ich hätte auch gerne Freunde.
Freunde, bitte. Ich habe eben gesagt, ich fühle mich die ganze Zeit wie, als wäre ich in einem Traum. Das ist so total unrealistisch, ja. Oder? Man nimmt es doch gar nicht richtig wahr. Mit dem Mann? Gar nicht. Meine States? Das ist schon cool irgendwie. Ja, mal, oder? So. Also was macht man im Normalfall nicht ein zweites Mal? Warte mal ab, wie es wird. Vielleicht machst du das ja gerne. Ja, eben. Sie will das ja öfter machen. Ne? Was jetzt cool wäre, wenn der Mann so aus dieser Rolle mal rausgehen würde und wäre nicht mehr so zu Diensten und würde irgendwie ganz was anderes machen. Und das wäre irgendwie echt cool. War ja klar, dass Gina so reagiert. Ja, genau. Ihr beide Sachen dabei. Mhm. Sollen wir jetzt einmal umziehen gehen, dass wir in den Pool können? Also würde mich mal interessieren, was jetzt wäre, wenn es dem Mann einfach scheißegal wäre, wenn er einfach mit der anderen Frau schlafen würde und es wäre ihm einfach scheißegal, dass seine Frau jetzt mit ihm schläft und wenn er Bock drauf. Also ich hab manchmal das Gefühl, dass die Frau, dass sie das auch ein bisschen gefällt. Ich will jetzt auch nichts unterstellen, aber da nicht mehr, ich weiß auch nicht. Na. Ist ja auch immer so eine Frage, ob da nicht auch so Machtspielchen mit reinkommen. So, ja. Gern. Ja? Würde ich sagen. Alle cool damit? Fall. Und wieder. Okay. Oh mein Gott. Wie voll, als würde ich träumen. Jetzt musst du nur noch so Je t'aime lausen aus den 70ern. Gina so, oh mein Gott, ich würde mir freuen, wenn ich träume. Und er so. Jetzt gehen die da in diesen Pool. Das ist so unangenehm alles. Auf den Abend. Erneut? Du weißt. Hast du schon mal was mit anderen Frau? Ich wusste, sie fragt das gerade, weil das fehlt natürlich jetzt auch noch, dass die Frau und irgendwie. Also nichts dagegen, aber so, das ist ja, wird immer so zur dramaturgischen Steigerung dann gerne noch eingesetzt mit diesen Shows. Gina immer schon so nah ist und es ist halt einfacher, Männer irgendwie oder die Situation zu brechen. Ja, das mache ich auch. Wenn die beiden Frauen miteinander rummachen, ja, kenne ich auch. Ja, ja, okay. Öfters was mit Frauen als mit Männern tatsächlich. Und die Männer so, okay. Wir würden jetzt sagen, wer von euch oder beide sogar bei uns, wie offen seid ihr? Also ich bin offen, was es angeht. Mhm. Ich lebe quasi nach dem Motto, ich bin nur einmal jung. wenn ich das gerade fühle, dann fühle ich das. Oder ihr. Und wenn nicht, dann. Okay. Und du? Sehr offen, ja. Ich finde das irgendwie, wenn man was nicht gemacht hat, kann man auch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ja, okay. Ich find alleine schon das alles hier einfach. Ja, ich meine, es ist einvernehmlich, es ist abgesprochen und insofern kann man es jetzt von außen doof finden und sich fragen, warum die das machen, warum sich das antun. Aber ja, also es ist, also solange Sachen so einvernehmlich sind, ja, wenn jemand ausprobieren will, muss er es halt machen. Ne? Ja, das ist ja mega Bock drauf, natürlich irgendwie. Also die Probleme dieser Einvernehmlichkeit haben wir letztes Mal ja schon besprochen, dass der Mann das eigentlich nicht will, aber da müsst ihr halt auch mal die Schnauze aufkriegen. Okay. Ne? Was sich für uns gut anfühlt, ist ja cool. Genau, das ist es. Ne? Also es ist immer wichtig, dass halt geklärt ist, dass für jeden alles gerade die Situation cool ist. Ne? Dass man halt immer ein bisschen spricht, ist alles gut, ist alles in Ordnung. Ich glaube, es ist auch für uns sehr wichtig, dass wir... Er hat ja keine andere Wahl. Der wird ja emotional erpresst. Ja, wenn das dich früher oder später gehe ich dir ja fremd. Ne? Also er hat ja keine andere Wahl. Wir sind gerade cool miteinander. Mhm. Ne? Ich frage nur so direkt, weil wir halt sowas noch nie hatten und wir uns halt noch nicht so ganz sicher sind oder waren, ob wir jetzt lieber eine Frau bei uns haben oder lieber einen Mann bei uns haben oder beide. Da wir uns eigentlich da so ein bisschen uneinig sind, habe ich sogar vorhin gesagt, hey, dann halt beide, so dann ist jeder glücklich. Deswegen frage ich auch, wie ihr seid. Ne? Ob ihr irgendwie sagt, das ist mir, glaube ich, eine Person zu viel. Kann ja sein. Ich möchte, dass ihr doch ein. Ja, das müssen wir doch vorher schon wissen, dass sie ja zu viert sind. Und aber toll aufgenommen mit den Farben hier, ne? Die blauen Menschen und dieser rote Hintergrund. Aber sehr awkward, die Situation. Ja, also finde ich das nicht. Ich bin komplett locker. Wer hat den nächsten Vertrag? Ich glaube, wenn wir cool sind, ist es auch insgesamt, glaube ich, ganz cool.
Ich glaube, genau das ist es. Ne? Ich glaube, wir kommen. Aber eins muss ich sagen, hier der gebuchte Mann, der macht das wirklich cool. Ne? Also er macht das wirklich gut und zurückhaltend und versucht sich mit dem Mann erstmal zu verstehen, mit dem Partner und ihm Komplimente zu machen und mit ihm warm zu werden, was ich gut finde. Ne? Also ich war auch schon mal in Swingerclubs und so und habe auch schon mal geguckt, ob das für mich ist. Wie gesagt, ich habe wirklich alles ausprobiert in meinem Leben. Dann hatte auch mehrere Shows auf früheren Swingerclubs und dann haben wir danach noch die Abende da verbracht und deswegen, ich kenne das viel. Für mich wäre das nichts, ist es nichts, aber wenn, dann würde ich mir so einen wünschen für meinen Partner, der wirklich auf ihn eingeht, der nicht jetzt die Frau claimt, wie sagt man, so für sich einnimmt und dann, dass der Partner eifersüchtig wird. Das macht er richtig gut, ja. Das muss man einfach mal jetzt auch sagen. Wir hatten so eine Connection, bevor wir uns kannten. Deswegen ist auch immer, das bestimmt ja nicht die große Liebe, der. Ja, Marlene ist so ein Zwingerclub, da bin ich früher oft vorbeigekommen zu so einem Seminarhaus, der heißt Zwanglos 3. Das ist nicht so ein absurder Name. Zwanglos 3. Das macht ja auch nochmal klar hier, damit er keine Angst haben muss, dass ich hier auf deine Frau aus bin. Finde ich auch hier richtig gut. Ja. Und aber er so, er hat trotzdem keinen Bock, dass er meine Olle flext, aber nein, aber ja, er macht's gut. Wir sind schon, wie weit ist hier? Ja, wir halten uns das Beste zum Schluss auf. Und Gina geht auf die Pirsch und Gina geht zur Frau. Und Gina greift an in 3, 2, 1 und Angriff. Komm. Ich sag schon mal nichts. Dann haben wir die ganze Sache noch drin. Ist ja auch okay, kannst du ja machen. Naja, ich könnte ja mal schreiben, was ihr dazu denkt. Ist halt. Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall. Gerade erst reingegangen. Gerade erst rein in den Pool, jetzt gehen sie wieder raus. Achtung. Ich glaube, wir sind zu Hause. Redo zieht ein. Wir sind hier, um die Beziehung auf ein anderes Level zu bringen. Ein Partner tauscht zusammen, ein Vierer oder ein Dreier miteinander. Das ist ein Wunsch, der ganz besonders viele Risiken innehält. Und da machen hier? Sie. Da machen sie ihren. Angerichtet. Und da fingert sie wieder an der rum. Kein sinnliches Thema. Aufgabe. Ich weiß manchmal nicht so richtig, wie ich mit dir umgehen soll. Ja. Credo weint und so weiter. Das wäre. Der Typ kommt mir irgendwie auch bekannt vor, aber das die nächste Folge sozusagen, die schauen wir uns natürlich auch an. Die wird auch noch, wird früher online kommen, also nicht erst nächste Woche, weil die ziehe ich direkt durch. Aber das soll erstmal die Folge für heute gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, wirklich, was ihr zu der Domina sagt, wie ihr das. Ja, könnt ihr auch mal reacten hier und auch vor allen Dingen sagen, ob ihr da noch mehr von hören wollt, von diesen Geschichten. Und ja, sehr lustig wieder. Und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu kommentieren. Und genau, Leute, wenn ihr Fragen an mich habt, könnt ihr über ein Formular an liebeschipp.de schicken. Werde ich jetzt auch bald wieder abarbeiten, ein bisschen die Liste. Und kommt zu meinen Lesungen. Da gibt es noch einige neue Termine jetzt. In München haben wir was Neues, in Karlsruhe, in Wismar, da kommen immer noch neue dazu, kommt gerne mal vorbei, holt euch eine ist schon ausverkauft, Berlin 2 ist auch schon fast ausverkauft, also der wenigen Tickets und wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben, ciao.